Hallo und herzlich willkommen bei dem Monatshoroskop für den Dezember in 2021 für den Aszendenten Stier. Bevor wir loslegen, du hast die Möglichkeit, wenn du willst, dir deine Sterne für 2022 erstellen zu lassen. Mehr Informationen findest du unter der Webseite, die hier oben eingeblendet ist. Es wird nur eine begrenzte Anzahl von diesem, ja, Spezialhoroskop, was es nur am Ende des Jahres gibt, angeboten. Und du findest einen Link zu dieser Webseite auch unterhalb des Videos in der Videobeschreibung. Dort findest du ebenfalls einen Link, falls du deinen Aszendenten noch nicht kennst, damit du ihn dir selber berechnen kannst. Und noch etwas, bevor wir loslegen, am 4. Dezember haben wir eine Sonnenfinsternis. Das bedeutet 3 Tage vorher, 3 Tage danach keine neuen wichtigen großen Projekte starten. Da ist die Zeit nicht dafür geeignet. Gut, jetzt starten wir. Wir starten mit den Mondknoten Rahu und Ketu. Die befinden sich bei dir noch im 2. und im 8. Haus. Der Ketu im 8. Haus, das kann auch eine Zeit mit sich bringen bei dir, wo du dich mehr interessierst, ja, für Hintergrundinformationen, für Esoterik, für Astrologie, für Psychologie, wo du anhand dieser verschiedenen Methoden analysieren möchtest. Was möchtest du analysieren? Zum einen Krisen, aber auch deine eigenen Schwächen und hoffentlich mit dem Ziel, dann über sie hinauszuwachsen. Und es geht auch um innere Stärke beim 8. Haus. Der Rauch im 2. Haus kann einen gewissen Stress mit der äußeren Stabilität und äußeren Sicherheit mit sich bringen und so wirst du hier dazu lernen müssen, damit dieser Bereich dann besser läuft, der dir ja auch besonders wichtig ist, denn das Zeichen Stier hat ähnliche Qualitäten wie das 2. Haus. Es möchte nähren, es möchte versorgen und damit du versorgen kannst, nicht nur dich, sondern auch andere, das ist dir ganz wichtig, brauchst du natürlich auch eine gewisse materielle Sicherheit und Stabilität. Du siehst, im 2. Haus haben wir auch den leuchtenden Vollmond. Der ist am 19. Dezember, einen Tag davor, einen Tag danach, kann er dir etwas geben in den Bereichen des 2. Hauses. Du hast etwas vorher darin gut gemacht und jetzt kann etwas auf dich zukommen. Als Frucht sozusagen oder umgekehrt als Ernte von deiner vorherigen Saat. Gut, dann haben wir die zwei karmischen Planeten, Saturn und Jupiter. Jupiter ist noch bis zum 30. Dezember im 10. Haus und dann wechselt er seine Hausposition. Bis dahin steht er noch mit Saturn darin. Und so geht es an und für sich viel um das Thema Beruf, Status, Ansehen. Bist du hier noch richtig auf Kurs? Gibt es dir noch den Sinn oder kannst du dadurch dich und deine Werte noch ausleben? Und wenn nicht, wenn du dich hier blockiert fühlst, wenn du hier mit starken Verzögerungen zu rechnen hast, oder wenn es dir einfach zu viel abverlangt und du das Ganze nicht mehr als so sinnvoll erachtest, dann kannst du auch überlegen, in eine Änderung zu gehen. Der Jupiter bringt das 8. Haus mit sich, das Haus der großen Transformation. Da der Saturn stark ist in seinem Zeichen Wassermann in diesem Haus, ist es auch eine Zeit, wo du sehr, sehr fleißig sein kannst, wo du hart arbeiten kannst, wo du mehr aushältst und ja, der Garant für Erfolg ist mit einem starken Saturn immer Ausdauer und Durchhaltevermögen. Natürlich, wenn Saturn hier am Wirken ist, gibt es eben auch Komplikationen oder Verzögerungen. Die Dinge laufen nicht so, wie du es gerne hättest. Vielleicht gerade auch im finanziellen Bereich oder auch in dem Bereich, wo ich sagte, dass du deine Tätigkeit ja nicht mehr so sinnvoll, nicht mehr für so sinnvoll erachtest. Und dann heißt es eben, sich damit auseinandersetzen und Wege zu finden, wie du das Ganze wieder besser für dich lösen kannst. Jetzt schauen wir mal dein Horoskop an und wo siehst du die Planeten
rechts unten. Also das achte Haus, das neunte Haus und das zehnte Haus sind an und für sich die Lebensbereiche, die am wichtigsten sind für dich in diesem Monat, weil einfach die meisten Planeten durch diese Häuser laufen. Über das zehnte Haus haben wir schon gesprochen. Das zehnte Haus hat mit deinem Beruf, mit deinem Status und deinem Ansehen zu tun. Jetzt kommen wir zum achten Haus. Im achten Haus haben wir die Sonne. Und bis zum 21.12., das kann einen Mangel an Vitalität anzeigen. Vielleicht bist du auch nicht so selbstbewusst. Es fehlt ein Stück weit an, ja, Feuer, der nötigen Initiativkraft. Du kannst aber auch Inspirationen in den Bereichen des achten Hauses haben, wie es zum Beispiel, was du tun kannst, um mit deinen Schwächen besser umzugehen. Du kannst aber auch Inspirationen haben, in Verbindung mit der Wahrheit näher zu kommen, etwas zu erforschen, auch dich selbst näher zu erforschen. Die Sonne steht für Autoritäten und sie steht jetzt im Haus der Krisen. Es kann Krisen geben in Verbindung mit Autoritäten, also im Umgang mit dem Vater oder auch vielleicht für den Vater nicht so eine einfache Zeit, aber auch in Verbindung mit einem Chef oder natürlich auch mit Institutionen, Ämtern und Regierungsstellen. Die letzte Woche ist die Sonne dann im neunten Haus, dort ist sie besser positioniert. Zwar kann dir der Umgang mit dem Vater auch noch gewisse Opfer abverlangen. Trotzdem ist die Sonne jetzt im Haus deines Lebenssinns. Die Sonne steht auch für die Karriere und so haben wir eine weitere Deutung, dass du dich auseinandersetzen sollst mit deinem Beruf, ob es noch deinem Sinn entspricht, ja, ob du dich dadurch noch verwirklichen kannst, ob du dadurch noch deine Werte ausleben kannst. Oder du hast Inspirationen bezüglich etwas, was du als deine Berufung mehr ansehen kannst. Wir haben den Ketu ebenfalls im achten Haus, den Mondknoten, über ihn habe ich schon gesprochen. Und dann haben wir den Merkur, die erste Hälfte im Monat im achten Haus. Der Merkur im achten Haus ist gut für Forschung. Du willst jetzt Informationen sammeln, um auch hier Themen mehr zu beleuchten, möchtest dich nicht mit Oberflächlichem zufrieden geben. Du kannst auch Kurse besuchen oder dir selber etwas beibringen in Verbindung mit Esoterik, Psychologie, Mystik, anderen ähnlichen Bereichen. Merkur steht für Investitionen, keine gute Zeit für Investitionen. Er steht im Haus der Schwäche, die gehen anders aus wie gedacht. Warte da bitte, bis er in einem anderen Haus ist. Es kann aber auch zu Krisen kommen in Verbindung mit Freunden. Oder Freunde haben es gerade nicht so leicht, da der Merkur ja auch für Freunde oder Freundschaft steht. Die zweite Hälfte im Dezember ist der Merkur dann im neunten Haus. Im neunten Haus steht er jetzt natürlich viel besser. Jetzt möchtest du dich mit religiösen, philosophischen Themen beschäftigen, möchtest dort Wissen haben oder mit Weisheitslehren. Oder mit etwas, was mit einem Glauben zu tun hat. Der Merkur kann dir auch helfen im Austausch mit dem Vater, dass ihr hier in eine, ja, faire Kommunikation treten könnt. Wenn du nicht selbstständig bist, vielleicht siehst du es als sinnvoll an, diesen Weg einzuschlagen. Ich meine, heute steht alles Kopf, ja. Also die ganze Welt, wie wir sie mal kannten, gibt es nicht mehr. Und zu sagen, eine Angestellten-Tätigkeit ist sicher, das stimmt so auch nicht mehr wirklich. Und Merkur steht für die Selbstständigkeit, die Sonne steht für Führung. Beide sind Ende des Monats in deinem neunten Haus, im Haus der Berufung. Wer weiß, vielleicht kommen dir da Ideen diesbezüglich. Dann haben wir den Mars. Der Mars ist die erste Hälfte im Dezember im siebten Haus. Dort steht er zwar in seinem eigenen Zeichen gut, ja, dadurch hat er eine bestimmte Kraft, jedoch ist es das Haus der Beziehung und Partnerschaft und Mars ist eben Mars und kann dann Konflikte und Auseinandersetzungen mit sich bringen, wenn du da nicht achtsam bist, die dann natürlich die Beziehung belasten.
Ein starker Mars dort kann auch sehr viel Leidenschaft anzeigen. Ja, und Leidenschaft sollte ein Stück weit gezügelt werden, damit dadurch nicht auch noch weitere Probleme entstehen. Wo du den Mars gut einsetzen kannst, weil er steht ja auch für deine Energie, deine Durchsetzungskraft, deinen Willen, sind in die anderen Bereiche des siebten Hauses, zum Beispiel in eine Selbstständigkeit oder wenn du reisen möchtest, falls das überhaupt geht. Das siebte Haus steht auch für Reisen oder fürs Leben im Ausland. Und der Mars steht ja auch für Immobilien. Vielleicht beschäftigst du dich auch damit. Auch das ist etwas, was Menschen heutzutage nicht mehr ausschließen, denn man weiß nicht, wie das eigene Land, die eigene Heimat sich entwickelt. Die zweite Hälfte im Dezember haben wir den Mars im achten Haus. Dort im Haus der Schwäche fühlt er sich natürlich auch nicht so wohl. Da fehlt dann auch dieses Feuer, die Begeisterung, die Energie. Der Mars ist aber der Kämpfer für die Wahrheit und dafür kannst du ihn gut gebrauchen. Kämpfe für die Wahrheit, suche nach der Wahrheit, forsche nach der Wahrheit, lass dir nicht mehr so einfach etwas vormachen. Der Schein und die Illusion in dieser Welt ist viel, viel größer, wie wir alle meinen, dass es ist. Und das achte Haus steht genau für diese Fähigkeiten, hinter den Vorhang zu blicken, eben nicht mehr nur an der Oberfläche zu bleiben, tiefer zu schauen. Das ist nicht angenehm, es ist nicht angenehm, aber lieber einen Schrecken bekommen und die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind, als weiterhin sich in einer vermeintlichen Sicherheit zu wägen, indem man aber dann Illusionen hinterherläuft. Gut, dann haben wir noch die Venus. Die Venus ist im neunten Haus den ganzen Monat über. Das ist gut, wenn du in einer Partnerschaft bist, in einer Ehe bist, in einer festen Beziehung. Ihr könnt liebevoller, achtsamer, respektvoller miteinander umgehen. Wenn du Single bist, die Venus als Planet der Liebe steht im Haus des Sinns, dann kannst du es als sinnvoll erachten, doch in einer Beziehung leben zu wollen, mit jemandem Liebe austauschen zu wollen. Die Venus hilft dir auch im Umgang mit dem Vater, dass du dort auch mehr Fürsorge, Liebe für den Vater aufbringen kannst. Die Venus ist der Planet der Hingabe. Und so kannst du dich jetzt mit viel Hingabe auch religiösen, spirituellen, philosophischen Themen widmen. Und auch deinen Werten und Idealen und deinem Lebenssinn. Denn die Venus ist der zweitwichtigste Planet bei dir. Sie regiert über den Stier im Aszendenten und das Haus, wo sie sich befindet in einem Monat mit den Themen, sind besonders wichtig für dich und deine Entwicklung. Ja, damit möchte ich es jetzt für diesen Monat belassen. Noch einmal die Einladung, wenn du dir deine Sterne für 2022 von mir erstellen lassen möchtest, hast du dazu die Gelegenheit. Eine begrenzte Anzahl von Exemplaren wird angeboten und mehr Informationen findest du unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung unter dem entsprechenden Link. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute, Kopf hoch, mach das Beste aus, ja, den aktuellen Gelegenheiten und vor allen Dingen auch aus deinen Planetenenergien. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder auf uns und unser Leben fokussieren, zurückholen, die Energie da draußen, sie wird regelrecht gefangen gehalten, unser Bewusstsein wird da draußen gefangen gehalten und immer wieder müssen wir uns auch zurück auf unser Leben fokussieren und da können deine Planetenenergien für den Monat dir auch eine Hilfe sein, dass du dich immer wieder zurückbesinnst und dich auf deinen Lebensweg und deine Entwicklung fokussierst. Und dabei wünsche ich dir viel Erfolg, alles Gute noch einmal und bis bald oder bis zum nächsten Monat.